Ja, liebe Könizerinnen, liebe Könizer, liebe Badegäste, ich bin hier im Könizerbad. Es ist wirklich ein freudiger Tag. Wir wissen, dass die Könizerbadi am 8. Juni aufgeht. Wir sind noch nicht sicher, wie das Wetter wird sein. Nicht so schön wie im Pfingstwochenende. Aber die Badi geht auf. Wir wissen nicht, ob die Leute dieses Jahr wie in anderen Jahren im Sommer in den Süden in die Ferien fahren. Wir rechnen, dass sehr viele Badegäste werden kommen. Wir haben uns vorbereitet, das Badmeisterteam vor allem. Wir haben ein Schutzkonzept gemacht. Die wichtigste Regel in diesem Schutzkonzept ist, dass wir 10 Quadratmeter Regel pro Badegast einhalten müssen. Und das wird zur Folge haben, dass wir am Anfang eine Maximalkapazität von 1600 Personen haben. Das heisst, wir werden nicht ausschliessen können, dass es an Spitzentagen, am Wochenende oder im Hochsommer, sofern die Regel bestehen bleibt, einfach Full House gibt. Und dann gibt es auch ein bisschen Wartezeiten. Ich danke euch schon jetzt für das Verständnis. Es wäre schön, wenn ihr vielleicht ein bisschen am Morgen früh kommt oder am Abend dafür ein bisschen länger bleibt, wenn die Leute ein bisschen rotieren, es zwei Schichten gibt, dass möglichst viele Leute können profitieren von diesen wunderbaren Anlagen hier in Könizer Weiermatt. Was das im Konkreten jetzt noch im Detail heisst, wie das läuft, mit Duschen, Abstand halten, Restaurant, das sagen euch jetzt die Badmeister. Das ist so, wir setzen das Konzept vom VHF um, das ist der Verband für Hallen und Freibäder. Und dann haben wir das so berechnet, dass pro Person bei den Liegenflächen 10 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Wir haben jetzt neue so, dass wir die Eintrittszahlen und die Austrittszahlen gleichzeitig erfassen können. So haben wir die effektiven Zahlen der Badgäste, die sich im Bad befinden. Das wiederum heisst, dass wir den Hinterausgang haben müssen zutun, dass wir nicht verfälschte Zahlen haben. In allen Becken zusammen haben wir eine Quote von 300 Personen, 300 Personen, 330 Personen sogar, weil alle Becken rein dürfen, inklusive Planschbecken. Und das wird natürlich kontrolliert werden natürlich in einem Eingangsbereich. Die Zugangskontrolle erfolgt so, dass eben jeder von diesen Bereichen wird eine Eingangskontrolle haben und da steht nachher jemand, der schaut, wie viele Leute reingehen, wie viele Leute rausgehen. Und wie wir das Maximum erreicht haben, müssen wir einfach abwarten, bis wieder jemand aus der Zone rauskommt, dass dann wieder jemand Neues darf in die Zone sich dazu gesellen. Das braucht mehr Leute, und zwar sind das 7 bis 8 Personen pro Tag. Weil der Badmeister selber ist natürlich in erster Linie verantwortlich für die Sicherheit und wird sein Auge auf einen Ablauf richten in den Bassins. Und darum haben wir ein zusätzliches Aufgebot, ein junges Team, das uns zur Verfügung gestellt hat, für all die Massnahmen können zu begleiten. Wir haben 4 Beckenbereiche. Der eine ist das Dummelbecken, und wo die Rutschbahn ist. Der zweite Bereich ist das Schwimmerbecken mit dem Nichtschwimmerbereich. Und der dritte Teil ist die Sprunganlage mit dem 10-Meter-Turm. Und der vierte Bereich ist das Kinderplanschbecken. Wir haben das in 4 Teile aufgeteilt, weil wir das Gefühl haben, dass es so grössere Wechsel gibt, dass die Leute nicht innerhalb können, zur nächsten Attraktion gehen können. Und so hoffen wir, dass mehr Leute zum Baden kommen, dass die Leute wirklich dann wieder den einen Teil verlassen und zum nächsten, aus dem Bereich rausgehen und beim nächsten Bereich wieder rein. Im Beckenbereich haben wir die Pyramiden und den Tribünenbereich abgesperrt. Es ist so, dass die Leute nicht in den jeweiligen Beckenbereichen verweilen können und den Platz nicht freigeben für die Leute, die draußen warten, die gerne noch schwimmen wollen. WC, Dusch- und Garderobenbereich ist etwas ganz Wichtiges in der Party. Wir haben ohnehin sehr hohe Hygienevorschriften und wir werden einfach die Frequenz noch erhöhen mit Desinfektionsmassnahmen. Wir haben ein ganzes Team auf Botten, was sich dort darum kümmern wird. Sonnenschirme und mit dem Liegestuhl verhält es sich so, dass wir anfänglich nicht vermieten. Wie es eine Veränderung gibt, würde man das neu in Betracht ziehen. Also eine Veränderung von der Verordnung her. Aber die Gäste sind herzlich eingeladen. Sie können ihre Sonnenschirme und ihre Liegestuhl mitnehmen
und so entsprechend benutzen. Die Abstandsregeln gelten natürlich auch auf der Liegewiese. Und wir haben ein Tüchlein, das die Leute kaufen können bei der Kasse. Das ist 3 auf 3 Meter. Sie können so mieten und so sind die 10 Quadratmeter pro Person eigentlich schon eingehalten. Laufende Abonnements kann man selbstverständlich brauchen. Und wir tun das um die Dauer, wo wir jetzt müssen, länger warten müssen, bis das Bad aufgegangen ist. Dann verlängern. Das heisst, es wird ca. einen Monat sein, wo man nachher die Zeit hinten anhängen kann, die Abonnements. Wir haben das Schutzkonzept so aufgebaut, dass wir jeweils auf Änderungen vom Bundesamt für Gesundheit darauf reagieren können. Und wir können das Schutzkonzept jederzeit anpassen. Unser Badi-Restaurant wird neu den Sommer nach Badeschluss eine Liegewiese zur Verfügung haben, wo sich die Gäste darauf aufhalten können. Und was auch neu ist, das freuen wir uns sehr drauf, das ist mein Kaffeehäuschen mit einer neuen Terrasse, wo die Eltern können von dort aus ein bisschen zu ihren Kindern schauen können, am Planschi, und so sicherstellen, dass alles okay ist. Also das ist eine Erneuerung genau von diesem Jahr. Ja, ihr habt gehört, es gibt einen speziellen Sommer, es gibt viele Regeln, die man beachten muss. Jetzt seid ihr gut informiert. Jetzt hoffe ich nur, dass ihr alle an diese Regeln haltet. Und dann kommt es gut. Und ich freue mich, euch im Könizer Bad willkommen zu heißen.